Herzlich willkommen bei Brandenburg Astrophysik TV. Wir besprechen nämlich heute ein besonderes Thema. Der Pluto hat etwas, was der Mond wiederum nicht hat. Und das ist eine Atmosphäre. Auch wenn sie sehr dünn ist, kann man trotzdem einiges drüber sagen. Natürlich muss man natürlich erstmal wissen, aus welchen Bestandteilen die Atmosphäre von Pluto überhaupt besteht. Das sind drei. Zu 98,5% ist es Stickstoff, 1% Kohlenstoffmonoxid und 0,5% Methan. Methan ist ein Kohlenwasserstoff, also die einfachste dieser Verbindungen, und sie gehört zu den Alkanen, so als kleine Randinformation. Okay. Aber dieses Methan hat nämlich einen sehr großen Einfluss auf diesen Planeten. Wir betrachten jetzt eine Sache. Auf der Oberfläche herrschen minus 220 Grad und in den oberen Atmosphärenschichten plus minus 170. Wie kommt das zustande? Das hängt bei diesem Methan zusammen. Wir wissen ja, Methan ist ein Treibhausgas, und auf dem Pluto führt dies zu einer Inversionswetterlage. Das heißt, dass dieses Methan auf dem Pluto dazu verantwortlich ist, dass es die Höhenkilometer um einige Kelvin wärmer wird. Das war es schon dazu. Aber es gibt noch so viele andere Sachen, die wir noch drüber erzählen müssen. Natürlich müssen wir noch wissen, wie groß überhaupt der Druck auf der Atmosphäre von Pluto. Welcher Atmosphärendruck herrscht dort? Da hat man einmal eine Angabe von der NASA und einmal eine Angabe von der ESO. Und die liegt bei 3 mal 10 hoch minus 6 bzw. 1,5 mal 10 hoch minus 5 bar. Das ist natürlich für kleinen Atmosphärendruck auf unserer Erde sehr, sehr wenig. Und das ist auch noch nicht alles. Der New Horizons Mission hat auch noch eine erstaunliche Entdeckung gemacht. Sie hat erstens herausgefunden, durch Absorptionsmessungen, dass die Atmosphäre bis in eine Höhe von 1600 Kilometern reicht. Und sich dort zwei Nebelschichten sich befinden. Also die erste Schicht geht bis in eine Höhe von 50 Kilometern und die zweite bis in eine Höhe von 130 Kilometern. Aber jetzt wiederum sind sogar 12 Nebelschichten bekannt, während die erste am Bodennähe sich befindet. Aber was können wir jetzt eigentlich noch zu Pluto sagen? Wir wissen jetzt den Druck, wir wissen die Bestandteile, wir wissen die Temperatur und wir wissen auch, wie hoch die Atmosphäre ist. Eigentlich haben wir schon alles drüber geklärt. Aber eine kleine Sache wollen wir noch wissen. Was passiert auf der Oberfläche von Pluto? Dieses ganze Methan lagert sich dort auf der Oberfläche an. Also beziehungsweise kann man ja sagen, diese ganze Methan sich auf der Oberfläche anlagert und bildet dort Methaneis. Und natürlich gibt es dort sogar Stickstoffeis. Man vermutet sogar, dass dies wie auf der Erde, wie so ein Gletscher nämlich fließt. Und hat die Oberfläche ja immer wieder neu umgestaltet und so weiter. Aber natürlich beenden wir jetzt erstmal das Video dazu. Und wir werden natürlich später noch klären, wie das Wetter so auf Pluto abläuft und so weiter halt. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.